Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Story of Seasons, A Wonderful Life. Ja, es geht auch mal hier wieder weiter. Molly möchte etwas von uns. Ach, bevor ich es vergesse, Pipo. Das süße kleine Federvieh werde ich heute füttern. Du musst mich dir hin und wieder helfen lassen. Ah, toll. Ja, wir haben hier so ein bisschen, wir haben Sommer, wie ihr seht. Und ja, wir haben Sommer. Tomaten sind gut. Ich wollte eigentlich schütteln. Ich glaube, ich habe hier schon alle geerntet. Keine Baumfrüchte mehr, keine Baumfrüchte mehr. Die wird bald blühen. Wir sind nämlich jetzt schon. Oh. Blaue Pfirsiche. Sind das jetzt ein Blau? Handelsüber Blausig. Die sollen heißen. Er ist so herb und sauer wie blau. Soll heißen sehr. Okay. Hinten schwarze Pasta. Kann eine Tomate, eine Blaumate. Habe ich sowas angepflanzt? Warte, Wassermelone. Pomabeere. Beckmate. Hoppala. Ah ja, eine Blaumate, so da. Hinten schwarze Pasta. Ich hole mal die Tiere raus. Es hat ja anscheinend aufgehört zu regnen. Und dann können wir ja so ein bisschen uns um die Tiere kümmern. Wir hatten aber auch ein Problem mit unserer Sternenkuh, glaube ich, ne? Da war irgendwas mit der Kuh. Das weiß ich noch. Da war was. Nimm auf. Komm. Also alle drei kriegen gleich eins ab. So. Sehr gut. Tintenschwarze Pasta. Wieso habe ich die noch nicht gemacht? Konnte ich die nicht machen? Jetzt hat die Marmormilchkuh auch noch Probleme. Süßkartoffel. Steklohne wollte ich anscheinend machen. Warum immer? Ja, die Steklohne brauchte ich und dann für die Süßkartoffel. Und gucken, was da rauskommt, ne? Wieso habe ich hier ganz normale Kartoffeln? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal, was wir für schwarze Tintenpasta brauchen. Ey, mein Bub ist fast so groß wie ich. Ey, Mama, Maike. Aufhören. Okay, ist ja in Ordnung. Ich habe doch bestimmt das Rezept dafür. Doch bestimmt ein Hauptgericht. Du bist nicht erfahren genug. Stimmt. Ja, den kriegt der will das halt nicht. Hat er Pech gehabt. Okay. Na gut, es hat ja auch aufgehört zu rücken.
Wir haben den 6. Das heißt, es sollte eigentlich neue Quests geben. Da sind sie auch. Stecke Goldeneier wirklich viel voller Vitamine? Ja. Haben wir einen Tintenfisch? Ich weiß, wir haben auf jeden Fall im Kühlschrank eine goldene Eier. Das bestimmt. Dankeschön, Sohn. Gucken, ob wir da auch einen Tintenfisch haben. Da haben wir schon mal ein goldenes Ei. Und da ist mein XXL-Tintenfisch. Aber wir gucken mal, ob wir nicht vielleicht auch einen kleineren Tintenfisch im Regal haben. Okay, da passiert nichts. Im Kühlschrank hier. Yes, doch, haben wir. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte das so. Wie war das mit alles rübergeben? Alles rüber. So. Den XXL kommt mit mir mit. Du kommst nämlich wieder rüber. Aha, das Federvieh kann ich da auch rausholen. Wir sind zwar gefüttert, aber macht nichts. Gucken, ob hier nicht noch irgendwas rumliegt. Ja, ihr mich auch. Ich bin gerade irgendwie schon wieder voll raus hier. Ich weiß nicht warum. Was war denn die Stecklohne? Sommer bis Herbst. Ich weiß, ich wollte die machen, aber was wollte ich mit denen? Kartoffel und Süßkartoffel. Ich weiß es tatsächlich echt nicht mehr. So, mal gucken, wo ich die Mutti finde. Vielleicht ist sie ja in ihrem Haus. Die scheint nicht da zu sein. Ist hier oben? Ja, die ist da oben. Die ist da oben. Du wolltest ein Ei. Die springt hier doch irgendwo rum. Event. Hier ist nichts Gutes. Dort ist nichts Gutes. Überall ist nichts Gutes. Okay. Ich war mir sicher, dass wir hier was finden. Ich auch. Ach, wie doof. Ist das wunderbar? Die Oma kann euch anscheinend nicht sehen. Nee. Schade. Wir müssen woanders suchen. Das ist ein klarer Fall. Wir suchen überall. Okay. Wo ist jetzt die Mutti? Wo ist der Oma hin? Sie noch da? Vielleicht sind sie ja drin. Ich grüße Sie, gnädige Frau. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Frau Luminas Mutter war auch eine renommierte Pianistin.
Willkommen, Schätzchen, bitte fühl dich wie zu Hause. Hat es dir gefallen? Es ist einer meiner Lieblingslieder. Herzlich willkommen, ich freue mich über deinen Besuch. Ist das in Ordnung? Wegen deines Auftrages. Du wolltest ein goldenes Ei. Hervorragend, vielen Dank dafür. Ich habe gehört, dass man diesen Artikel schwer bekommt. Hier ist deine wohlverdiente Belohnung, nehme ich an. Jo, gib her. Wenn ich wieder etwas brauche, werde ich dich sicherlich auf dem Laufenden halten. Easy. Aber ich frage mich, was die kleinen Erntewichtel gesucht haben. Da bist du wieder am Anstrengen. Hey, wie geht's? Ich lasse meine Hände einfach freien Lauf. Nur so kann ich Kunstwerk erschaffen. Indem du dagegen boxst. Ich finde, das klingt eher so nach Selbstverletzung. So eher nach dem Motto, ich tue mir gerade selber weh. Weil er kann sich ja dadurch die Hand brechen einfach. So nach dem Motto, ja komm, ich klopp da jetzt gegen. Andere Form von wir brechen uns die Hand. Ist Ding schon wieder da oder ist er noch in der Stadt? Der ist noch in der Stadt. Da läuft Kate. Wir haben ja erst Sommer, ne? So, jetzt wollte ich wieder 6. 7. Sommer wollte ich zusammen machen und dann 8 bis 10 3 Tage, dann sind wir wieder richtig. Ja, legen wir los. Gib mir meine Schaufel. Das ist wichtig, damit ich so Kram habe, den ich verkaufen kann. Ich glaube, ich hatte, glaube ich, nichts mehr bei Wann, wo ich sage, ey, das will ich unbedingt haben. Der Teddy wäre cool gewesen, aber den Teddy kriegen wir nicht, weil der jetzt einfach viel zu teuer ist. Aber ich liebe es, dass die Mine halt einfach wieder schön, so schön groß ist. Dim, 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 dim. Na komm. Ich weiß doch, dass da eine Münze ist. Die siehst du. Ja, ich habe zeitlich sehr spät angefangen, ne? Jetzt sollten wir nochmal zu den Erntewichteln gucken, ob die uns nicht vielleicht nochmal ein Rezept geben können. Ich weiß, ich habe viel schon gekocht. Aber anscheinend nicht gut genug. Ein altes Fossil. Mir fehlen halt noch so anscheinend so genug Sachen zum Kochen. Und noch ein Fossil, weil es so schön war. Jung. Warte, ich habe doch hier noch irgendwo was rumfliegen gesehen. Da. Zwei Stück haben wir noch auf jeden Fall.
Und eine Münze. Aber ich finde, das ist ein cooles Gimmick, dass sich halt die Mine immer mit jedem Jahr vergrößert. Und nicht immer gleich aussieht. Ist schon ganz schön. Für alle, die sich fragen, wie lange wir hier noch Story of Seasons spielen, noch lange. Noch lange. Also bis ich will so lange spielen, bis der Charakter stirbt. Das heißt, wir müssen noch dieses Jahr, Jahr 5 und Jahr 6, glaube ich, komplett spielen. Also da kommt noch ein bisschen was. Jungs und Mädels, da kommt noch ein bisschen was. Ein weiterer produktiver Grabungstag. Ja, ich weiß, da ist nichts drin für dich. Hallo, wie geht's? Wenn ich dem Wasserfall zuhöre, fügen sich alle Gedanken in meinem Kopf irgendwie zum Ganzen zusammen. Hier bekomme ich immer Inspiration. Okay. Und was? Was ist denn deine Inspiration? Dachte nicht, ne? Nicht der beste Moment zu plaudern, aber tu, was du nicht lassen kannst. Was ist? Maika, hier will dir jemand Hallo sagen. Oh, wir hatten anscheinend im Hühnerstall. Hast du schon einen Namen? Ach, es ist ein Junge. Eins. Gefällt mir, ja. Haben wir irgendwen im Stall noch als Tier? Haben wir da jemand Trächtiges? Oha, da müssen wir mal gucken gehen. Ich will dir aber mal was verraten. Ein Rezept Gemüsetempura. Sehr gut, das probieren wir aus. Ich hoffe, ich habe dafür alles da. Ich habe das voll vergessen. Ich glaube, es war auch noch jemand von unseren Tieren trächtig, oder? Hüpf mal kurz rein. Nee, Schwein gehabt. Keiner da. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Wird in ein paar Tagen fertig ausgebrütet sein. Davon mal 5. Das rein, weil ich keine Mayonnaise-Maschine habe. Hier geblieben, hier geblieben. Warte, warte, warte. Was gibt's, Mädchen? Ich bin zum Plaudern hier. Da hast du deinen Tintenfisch. Boah, bist du alt geworden. Danke, Mädchen. Hätte nicht gedacht, dass du meinen Auftrag annehmen würdest. Hier deine Belohnung. Pilze. Wir sehen uns. Ja. Ich kann es kaum erwarten. So, komme ich hier irgendwie drauf, was ich hier machen wollte? Kakaroden, das sind Karotten und Kartoffeln. Barübe. Milobeere, Tombeere, Erdbeersamen, Winnie und Mimikma. Wollte ich vielleicht die Stecklohne? Ach, Süßtoffel. Genau, die Süßtoffel. Warum sind die zwei da? So, erstmal reden, dann können wir dich auch ein bisschen trainieren, wenn du willst.
Die Süßtoffel wollte ich machen. So. Ich möchte ganz gerne Salate. Ist das da vielleicht mit bei? Nee, ist auch keine Suppe. Was brauche ich dafür? Süßkartoffel und irgendwas oder was anderes. Und dann Pilze. Habe ich keine Süßkartoffeln? Anscheinend nicht. Aber dafür habe ich Pilze. Gut zu wissen. Warte, du kommst auch noch rein. Ja gut, dann machen wir das Gemüse-Tempura später. Wieso? Habe ich da nur einen reingetan? Wollte alle drei reintun. Aber konnte ich jetzt meine... Ach nee, die Pilze kann ich ja erst drüben. Kann ich ja erst bei Wann verkaufen. Da verkaufe ich das ja hier alles ab. Dings. Jetzt muss ich aber noch mal gießen. Damit ihr dann auch alles schön den Kram haben. Ein Sprinkler wäre viel cooler. Statt hier den Düngersprinkler wäre an sich ein Sprinkler viel cooler. Habe ich Süßkartoffeln? Ach, wir sind ja auch im Dings. Süßkartoffeln ist eine Herbstpflanze. Wieso kann ich den nicht melken? Na komm, ihr kommt schon mal rein. Ich hab die doch relativ früh gemolken, oder? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Versuchen wir es nochmal. Jo, ich war zu früh dran. Jetzt schreit mich doch nicht immer so an, Kinder. Das ist unhöflich. Das ist unhöflich, wenn er mich die ganze Zeit immer so anblägt. So, bei dem kommen schon mal wieder die hier rein. Ich habe den noch vergessen. Da es vollkommen egal ist, ob ich Milch oder Butter mache, ist beides das gleiche. Machen wir einfach Käse, weil es näher dran ist. Geht schneller. Dann kann ich die nämlich auch verkaufen. Ach, jetzt habe ich die Dings vergessen. Ach, ist egal. Ich will halt nicht durch das Zimmer meines Sohnes gehen.
Alles in Ordnung, Pipo. Wenn es ums Kochen geht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Vielleicht bin ich einfach nicht dafür geschaffen. Du packst das schon, Kind. Frau. Ein tolles Hauptgericht aus einem Fisch und zwei Wurzelgemüse gekocht. Kann ich das aber bei den Zutaten wählen? Einfach bei Salate und dann sagen, ich möchte das und das? Ja. Aber ich muss halt noch ein bisschen mehr kochen. Schlafen gehen. Regnet schon so. Alles in Ordnung? Ich muss mich mal ganz kurz beeilen. Schlimmster Sommer ever, der wird einfach verregnet. Ich glaube, es passiert jetzt nicht. Es gibt nämlich ein Event mit dem Opa. Aber ich glaube, das passiert nicht, wenn es regnet. Es geht aber nur zwischen 6 und 8 Uhr. Hier ruht nieder, Ruhe und Frieden. Guten Morgen. Nina und ich haben uns zwar schon vor Jahrzehnten das Ja-Wort gegeben, aber für mich ist sie immer noch die Liebe meines Lebens und wird auch immer bleiben. Okay, es funktioniert nicht, weil es regnet. Auch in Ordnung. Hey Max! Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Dann lurk mal hier vorbei. Sei dir gegönnt. Das ist special. Suspicious. Automap! Feine mache ich halt so. Das ist aber ein bisschen komisch. Das ist ja ein bisschen blöd, dass ich das immer so einzeln rausholen muss. So, habt ihr jetzt alle? Könnt ihr mich jetzt mal in Ruhe lassen? Was ist das jetzt? Jetzt wurde hier ein Schaf verkloppt oder was? Ich wollte euch doch nur was Gutes tun. Haben hier alles. Dann gehen wir mal zu den Piepen mit rüber. Wir müssten aber auch noch genug haben. Ja, ihr seht ganz glücklich aus. Gib her!
klar, jetzt hört's auf zu regnen, oder was? Ach, schreien die so rum. Seid doch mal froh, dass ich euch überhaupt knuddle. Das mache ich so selten. Ach, ich wollte noch Nummer 1 verkaufen. Fällt mir gerade ein. Ich wollte ja Nummer 1 verkaufen. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Naja, ihr habt ja alle gefressen, also ist vollkommen in Ordnung. Hier mache ich das. Tier verkaufen. Weil wir brauchen eigentlich nur einen Buben, ne? Und nicht beide. Nein, meine Ernte ist eingegangen. Meine Steckrüben sind verwelkt. Als ob. Melone. Aber hier ist noch alles gut, ne? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Runter mit euch. So ein Mist aber auch. Habe ich denn genug Tomaten? Zeig ich mir mal ganz kurz an. 7 A-Tomaten. Das heißt, ich brauche noch 11. Na gut, dann muss ich hier 6 reintun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich den A-Tomaten im Kühlschrank? Ich will nicht mit dir reden. Voll zum Kühlschrank, Mensch. Ja, da habe ich noch. Dann kann ich 2 reintun. Dann kann ich den Rest verkaufen. So. Ist vielleicht am Teich wieder Blümchen? Sieht nicht so aus. Aber den können wir mal oben in unserem... bei den Wichteln nochmal gucken. Vielleicht haben sie heute ein Rezept, was wir auch wirklich kochen können. Gemüsetempura muss ich erwarten, bis ich Süßkartoffeln habe. Aus euch machen wir Dünger, Dünger. Bäm. Ah, das ist aber ärgerlich, dass mir jetzt meine ein Blümchen da abgekommen sind. Meine Pflanzen. Ja, komm, iss. Iss. Wie produzieren die Dinger eigentlich nicht? Sag mal, darf ich dir was beibringen? Gemüsesaft, das kriege ich doch bestimmt hin. Ich kriege doch bestimmt Gemüsesaft hin.
Ich kann mir doch jetzt nicht sagen, dass ich nichts für Gemüsesorte da habe. Sehr gut. Wir machen zwar nicht viel Profit, aber immerhin etwas. Bei Suppen? Ja, Suppe, Tomaten, Wurst. Vorspeisen? Nee. Aha, hier. Gemüsesaft. Tomate. Ach, es geht nur mit den beiden. Oma-Beere. Eins. Ja, das möchte ich. Aber für Hauptgerichte bin ich halt so nubig. Das ist doch so gemein einfach. Ich glaube, die kann ich auch nicht verkaufen, ne? Nee. Was sagt eigentlich mein... Sättigung ist noch vollkommen in Ordnung. Ich habe zwei... noch beim Ausbrüten. So, reden wir mal mit dir. Du, Xenon riecht nach Sonnenschein. Als ob. Männchen. Machst du sehr gut. Einmal hätte auch gereicht. Aber er schafft es fast viermal. Aber ich frage mich, was passiert. Also, was bringt mir das, dass ich diesen Hund trainiere? Hast du sehr fein gemacht. Weil ich kann ihn ja leider auch nicht belohnen oder so. So gerne ich es möchte. Sind die Dings fertig? Ist bald erntereif. Winnie, was geht ab? Hallihallöchen. Ja, ich will mit dir quatschen. Ich würde tatsächlich auch ganz gerne Och, ey. Komm schon. Ich möchte ganz gern kreuzen, Winnie. Was hältst du davon? Dankeschön. Schade, eine normale Steckrübe. Ich will auf jeden Fall 18 zusammenkriegen. Aber eigentlich wäre es ja besser, wenn ich 32 zusammenkriege. Weil der hat so viel immer an Überschuss. Beziehungsweise Fehleinheiten. Und ich hätte dann von den beiden gekreuzten wenigstens 18 Stück oder so. Damit man was damit anfangen kann. Also ich muss auf jeden Fall schon mal 5 Melonen holen.
Was ist dir lieber, Wassermelone oder Honigmelone? Ich bin ja echt der Typ eher für Wassermelone. Ich weiß nicht warum. Ich meine, die schmeckt praktisch nach gar nichts. Das ist eigentlich nur süßes Wasser, was du zu dir nimmst. Aber ich finde es trotzdem geil. Ja, komm schon, noch ein bisschen, noch ein bisschen. 4 Stück noch, 3. Zum Glück müssen wir uns jetzt nicht immer die Animation angucken. Wenigstens etwas. So, und noch eine. Dann wissen wir, ich muss mir noch 8 Melonen kaufen. Haben die denn offen gerade drüben? Mal schauen. Und wer da? Keiner hier. Ach, Menno. Wollen wir hier? Maika, was geht? Möchtest du heute was kaufen? Ja, bitte. Ich hätte ganz gern. Moment, wie viel habe ich? 8. Man muss ja nicht mehr kaufen als nötig. Und die sind ja halt auch so billig, ne? Also. Habe ich eigentlich genug für den Herbst? Ich weiß das gar nicht. Ich meine, da wir jetzt ja so straight auf den Herbst zugehen, ne, müsste man ja eigentlich auch mal gucken, ob wir genug Saat eigentlich für den Herbst haben. An normalen Feldfrüchten und auch an den Special Feldfrüchten. Also wir haben sehr viele Tomaten auf jeden Fall. Süßkartoffeln. Werden beide gepflanzt, auf jeden Fall. Frühling bis Herbst. Herbst bis Frühling. Die Melone könnte ich noch. Sommer bis Winter, Steckrübe. Steckmate, Frühling, Sommer. Frühling, Sommer, Frühling, Sommer. Herbst, Frühling, das ist wichtig. Nur im Frühling. Und Winnie wächst nur im Sommer. Winter. Und die auch nur im Sommer, Winter. Also es wird schon ein bisschen was zusammenkommen hier. Sieht er, die Erdbeerenpflanzen könnte ich dann auch im Herbst machen. Die 18 guten und die lassen wir dann einfach zum wenn ich wieder was mixen will. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, außer die Süßkartoffeln. Die kommen jetzt mal mit. Ein zweiter. Ich möchte ganz gerne noch ein bisschen kreuzen. Fängt ja schon mal gut an. Das ist doch nicht dein Ernst, komm schon. Ey, 3 von 8 jetzt gerade. Na, ja, endlich. Wollte gerade sagen, Winnie, jetzt gib dir doch mal Mühe hier. Noch nicht angehen. Und noch nee, 4 von 4 sind wir jetzt gerade, ne?
Nee. Jetzt noch mal 4 Melonen kaufen. Vielleicht machen wir mal 8, noch mal 8 Melonen. Und dann verkaufen wir einfach die überschüssigen. Ach doch, ich wollte einkaufen. Sorry. Also 3, 4. Nee. Noch nicht. Ich wollte noch mehr kaufen. Dass sie sich aber auch nie fragen, was ich mit dem ganzen Saatgut mache. Sondern das einfach so hinnehmen und sagen, ja. Die macht halt. Morgen kommt wann? Hallihallö. Sag, was du brauchst hier. Komm, ich bin jetzt extra auf. Hab extra mehr Melonen. So, jetzt macht er natürlich die 4 wahrscheinlich automatisch, ne? Weil ich eben gerade rumgemeckert habe. Hätte ich nur 4 gekauft, hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. So. Du kommst mal hier unten in die Ecke. Ihr seid als nächstes dran. Ich glaube, ich habe nämlich schon einmal. Das ist, glaube ich, die Wahrrübe, die denn rauskommt, oder? Mate. Und selbst wenn, ist es jetzt auch egal. Hier muss ich warten, bis die durch sind, aber ich könnte bestimmt schon gießen. Ja, sieht gut aus. Mensch, so. So wird ein Schuh draus. Thoma-Beere ist bald erntereif. So, da muss ich, bei euch muss ich ja warten, bis 18 Uhr ist. Vorher geht das nicht. Aber wir können ja schon mal die hier wieder einfangen. Die legen ihre Eier auch an den seltsamsten Stellen ab. Wollte ich nicht. Ist hier in Ordnung? Lasst mich in Ruhe. So, das hätten wir, das hätten wir. Alles schön, es muss alles schön geordnet sein, ne? Das macht mich sonst wahnsinnig. Ich habe ehrlich gesagt das jetzt auch bei Disney Stardew Valley gemacht, habe ich jetzt erst auch mal ein bisschen Ordnung geschaffen. Als ich die ganze Zeit auf meine. Es müssen 10 Stunden. Die sind noch gar keine 10 Stunden. Die, glaube ich, viel später rausgeholt.
Probier es mal um 20 Uhr. Ich glaube, ich habe die nämlich erst um 10. Um 10 geholt. Ach, ich muss hier gar nicht drücken. Ich muss hier gar nicht drücken. Es vibriert zum Glück von alleine. Oh, sehe ich alt aus. Das ist Wahnsinn. Ich finde es so cool, dass hier die Charaktere wirklich altern. In allen anderen Harvest Moon-Spielen hättest du ja wirklich so 10 Jahre spielen können. Und du hättest dich in keinster Weise verändert. Bei Back to Nature ist es auch so. Nach den 3 Jahren ist ja dein Kind so im Prinzip ausgewachsen. Und es wächst halt nicht weiter. Genauso wie halt in anderen Spielen. Und das ist manchmal ein bisschen schade. Was willst du? Ich will plaudern. Oh, hallo. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich mache nur einen kleinen Spaziergang. Du bist der creepy. Mein Freund. Ah, doch, jetzt geht's. Ich finde, der Devil, der ist irgendwie so creepy. Aber der steht anscheinend auf Flora, ne? Aber sagt halt nicht, was er möchte. Also der redet auch nicht mit dir. Was halt ein bisschen seltsam ist. Er könnte ja einfach mit ihr reden. Aber will er nicht. Da denkt sie so, ne, habe ich keine Lust drauf. Oder er ist halt einfach zu schüchtern. Das kann natürlich auch sein. Dann haben wir hier alles erledigt. Oh, ich kann die Fische hier auch gar nicht verkaufen. Alles Gute ist nicht beisammen, ich sag's euch. Das ist ein Mülleimer. Gut, dann sage ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, es kommt jetzt bald wieder ein bisschen regelmäßiger Story of Seasons. Und ja, bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.